Heute reden wir über die besten 50 Stahlachterbahnen der Welt und einer Platzierung und Reihung dieser Bahnen, die vielleicht auch nicht wirklich nachvollziehbar ist an einigen Stellen. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin mit einem neuen Video meinerseits und den 50 besten Stahlachterbahnen der Welt. Gewählt vom Golden Ticket Award bzw. von der Fachzeitschrift Amusement Today. Vorneweg auf jeden Fall schon mal ein großes Dankeschön an euch alle für das krasse Feedback. Ihr habt da richtig Bock drauf, denn wir haben über den Golden Ticket Award gesprochen. Video verlinke ich euch auch gerne hier. Und wer beim Golden Ticket Award was gewonnen hat und vor allem war der große Aufhänger, dass der Europapark nicht mehr der beste Freizeitpark der Welt ist. Und das nach einigen Jahren, wo sich auch darüber aufgeregt wurde, ja, da gewinnen ja nur Amerikaner, bla bla bla. Also das funktioniert ja nicht so ganz, weil von 2014 bis dieses Jahr hat ja der Europapark immer den Award für den besten Freizeitpark der Welt gewonnen. Und es gibt auch ein paar europäische Bahnen, das kann ich euch schon mal versprechen, bei den 50 besten Stahlachterbahnen der Welt vom Golden Ticket Award gewählt. Es gibt auch noch die 50 besten Holzachterbahnen. Wir reden heute in diesem Video aber nur über die Stahlachterbahnen. Und eine Sache vielleicht auch noch, wir werden noch ein Video machen über einen anderen Award, der meiner Meinung nach relevanter ist, mehr Sinn hat, gegründet oder initiiert wurde wegen dem Golden Ticket Award und so weiter und so fort. Dazu in Kürze mehr hier auf dem Kanal. Das ist dann der, wie in den Kommentaren gewünscht, nicht Golden Ticket Award, sondern nur der Ticket Award, den es so nicht gibt. Da sollten wir ein Video zu machen. Egal. In dieser Liste der 50 besten Stahlachterbahnen gibt es 5, 6 Bahnen oder so, die ich nicht gefahren bin. Den Rest bin ich auch gefahren und kann euch auch ein bisschen was dazu sagen. Und fangen wir einfach an mit dem letzten Platz in dieser Reihe. Platz 50. Und das ist Black Mamba im Phantasialand. B&M Inverted Coaster aus dem Jahr 2006. Eine deutsche Bahn, nicht nur eine europäische Bahn in dieser Platzierung, sondern auch eine deutsche Bahn, die hierbei ist. Über Black Mamba brauche ich euch, glaube ich, nicht viel erzählen. Wahnsinnig krass eingebettete Achterbahn, Inverted Coaster vom Typ her. Jetzt nicht so mein Favorite-Achterbahn-Typ, aber an sich wirklich geil gemacht. Und mit dem Adventure Trail, der dann letztes Jahr, glaube ich, war es, dazugekommen ist, auch nochmal eine richtige Schippe draufgelegt. Video zum Adventure Trail hier. Und das ist schon schön. Platz 49 geht nach Busch Gardens Williamsburg zu Pantheon. Neuer Intermin Coaster, den bin ich jetzt noch nicht gefahren. 2022 eröffnet. Und ein Intermin Multi-Launch LSM Coaster. Sieht meiner Meinung nach auf jeden Fall sehr gut aus. Und da gibt es auch, glaube ich, Meinungen von total geil bis total kacke, was ich bisher gehört habe. Busch Gardens Williamsburg haben wir schon besucht, aber da gab es diese Bahn noch nicht. Wenn wir schon in Busch Gardens Williamsburg sind, dann bleiben wir da auch direkt. Denn der nächste Platz ist Alpengeist. B&M Inverted Coaster aus dem Jahr 1997. Sieht saustark aus und ist dann einer der Inverted Coaster von B&M, die ich dann wieder ganz cool finde, weil das Layout schon anders ist und länger gezogen, nicht dieses enge, verwinkelte. Und in der Front Row macht die Bahn halt richtig Spaß und es ist halt ein verrückter Sessellift quasi, in dem wir sitzen. Finde ich von der Idee und vom Thema auch ganz cool. Und wie gesagt, optisch macht die Bahn einiges her, meiner Meinung nach. Bleiben wir bei Busch Gardens, aber verlassen Williamsburg und damit auch Virginia, müsste das, glaube ich, sein. Und es geht nach Florida, Tampa, Busch Gardens Tampa. Und auch hier eine Achterbahn von Intermin aus dem Jahr 2011. Und wir haben Cheetahhunt. Weiß ich auch, dass da die Meinungen weit auseinander gehen. Ich finde die Bahn cool, mir macht die Bahn Spaß und es gibt viele, die finden die lame, aber mir gefällt die Kiste, feiere ich total und ja, Multi-Launch-Coaster von Intermin, jetzt nicht die neueste Generation, quasi älter, aber trotzdem von der Idee und vom Setting und so mag ich die Bahn einfach. Habe ich irgendwie eine Verbindung zu, keine Ahnung. Der nächste Pack in der Liste ist wieder das Phantasialand. Und da haben wir Fly. Vekoma Flying Coaster, Jahr 2020 eröffnet mit der Themenwelt Ruckburg und dem auch für mich persönlich saugeilen Hotel Charles Lindbergh und einer komplett saustarken Experience und ein supergeiles Erlebnis, was man sich da geschaffen hat. Und Fly einfach einer der besten, wenn nicht sogar der beste Flying Coaster. Flying Coaster sind von der Art und Weise her halt was ganz anderes. Ist für mich der Flying Coaster, der am angenehmsten fährt. Und wenn ich die Kommentare regelmäßig sehe, wie
das zu viel und zu krass für viele ist, weiß ich wieder, warum wir nicht diese Art von amerikanischen Achterbahnen in Europa haben. Wenn wir schon bei amerikanisch sind, darf natürlich eine ganz große amerikanische Freizeitparkkette nicht fehlen, und das ist Six Flags. Six Flags hat ganz, ganz viele verschiedene Parks. Wie viele genau hatten wir letztens in einem Quiz im Community-Tab. Und wir sind jetzt bei Six Flags Over Georgia. Dort hat im Jahr 2006 auch eine B&M-Bahn eröffnet, und zwar Goliath. Hyper Mega Coaster, also das läuft, soweit ich das in Erinnerung habe, bei B&M als Mega Coaster oder als Hyper Coaster ist die Typenbezeichnung, glaube ich jetzt gerade. Und auf jeden Fall so eine Kiste wie von mir aus Silver Star, nur in besser und intensiver und größer, und verlässt auch den Park, fährt aber nicht über den Parkplatz, sondern über die Einfahrt und über den Eingang des Parks und bis zur Autobahn hingeführt. Hat richtig Bock gemacht und war sogar mit in der Station umsetzen und so bei unserem Besuch. Wir haben halt auch irgendwie, glaube ich, in 3 Stunden sind wir da die 10 Achter- oder 9 Achterbahnen von 10 gefahren, die in dem Park stehen, als wir da später reinkamen, und haben dann am nächsten Tag in Ruhe unsere Videorunde gedreht. Haben wir komplett auch eine ganze Tour durch die USA hier als Playlist, wenn euch sowas mal interessiert. Dann nehmen wir euch komplett mit von morgens aufstehen, in den Park fahren, im Park sein, aus dem Park raus, bis abends in die Bar und ins Bett gehen. Auf unsere Tour-Vlogs, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Weil bei dem letzten Video, das über den Golden Ticket Award, sind ja einige neu dazugekommen. Hallo an dieser Stelle. Die nächste Bahn in der Liste ist, ja, das ist vielleicht eine Glaubensfrage, die ich aber nachvollziehen kann. AMC, Rocky Mountain Constructions, ist ein Achterbahnhersteller aus den USA, aus Idaho. Auch da haben wir ein Video zu gemacht, die haben wir vor Ort besucht. Und die sind dafür bekannt, sehr, sehr verrückte Achterbahnen zu bauen. Und meistens sind das Umbauten, alte Holzachterbahnen in Hybridachterbahnen. Heißt, Holzstruktur bleibt stehen und es kommt eine neue Stahlschiene obendrauf von AMC, und das Layout, also der Streckenverlauf, wird geändert, und man hat dann nicht das normale Achterbahnfahren, sondern sehr krasse Überkopfelemente. Das kurz als Exkurs zu AMC und deren iBox-Tracks, so heißt dann dieser Schienentyp. Und die Kisten sind hier bei Stahlachterbahnen mit gelistet. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist hier so. Und wir haben so einen AMC iBox Track jetzt hier mit drin, der im Jahr 2018 eröffnet hat, und zwar Twisted Timbers in King's Dominion. Schöne Bahn, macht richtig Spaß, fährt witzigerweise, glaube ich, nur rechts rum, genau, fährt nur Rechtskurven. Macht aber mega Bock, cooles Layout, auch wieder was ganz anderes. Konnten wir leider nur einmal fahren, weil viele Downtimes ist morgens beim Jahreskarten Pre-Opening, da fuhr die Bahn nicht. Und später war dann ein Zug, wurde reinrangiert irgendwann mal, wo die nur mit einem Zug gefahren sind, als wir angestanden haben, kurz bevor wir dran waren. Das ist immer das Nervigste. Und danach ist die Bahn wieder in die Knie gegangen. Also Katastrophe. Aber sonst coole Bahn. Eine Bahn, die für mich auf gar keinen Fall unter die Top 50 gehört, und nicht mal unter die Top 100, ist Steel Dragon 2000 in Nagashima Spa Land in Japan. Ist eine Achterbahn von morgen, wo inzwischen spezielle B&M-Züge drauf sind. Hat im Jahr 2000 eröffnet, wie überraschend, und ist die längste Achterbahn der Welt. Seit 23 Jahren ist das die längste Achterbahn der Welt. Und mehr hat die Bahn auch noch nicht zu bieten. Ist vielleicht noch hoch und schnell, das vielleicht noch. Aber sonst fand ich das jetzt eher ernüchternd, die Fahrt mit der Bahn. Höchste Zeit, wieder zurück in die USA zu gehen. Und natürlich geht es wieder nach Six Flags. Und es geht schon wieder nach Six Flags Over Georgia. Und dort steht Riddler Mindbender. Und ja, diese ganze DC Gotham City Thematisierung bzw. einfach Namensgebung ist da ganz normal. Wir haben ja eine Achterbahn von 1978 von der deutschen Firma Schwarzkopf, die es leider nicht mehr gibt. Und ja, sieht crazy aus, hat 2 Loopings, fährt sich saugut, macht richtig Spaß. Ist einfach eine Top-Anlage, auch wenn ich das Polster vorne an der Rail in der Hand hatte irgendwann, weil das nur mit Klett dran gemacht ist.
Absoluter Klassiker, absolut gute Bahn, macht richtig Bock und ja, geil, dass sowas noch fährt. Und krass, wie viele Schwarzkopfbahnen halt irgendwie im Ausland noch laufen, bei uns halt gar nichts mehr. Und wie ihr merkt, so viele verschiedene Parks haben wir nicht. Wir kommen aber jetzt zu einem anderen, der zu einer Kette gehört und verschwestert ist mit einem, den wir hier schon hatten. Wir hatten schon Kings Dominion und jetzt kommt Kings Island. Und Kings Island ist ebenfalls natürlich in den USA, bietet seit 2014 auch einen B&M Inverted Coaster, und zwar Banshee. Banshee ist auch wirklich saustark, sind wir in der ersten Reihe auch direkt als erstes gefahren, deswegen glaube ich auch ein besserer Eindruck, als wenn du so eine Bahn irgendwo erstmal hinten oder mittig fährst. Steht auch super cool da und ja, cooles Layout, aber andererseits ist die Bahn auch mehr oder weniger so einfach aufs flache Feld gestellt und damit ist es das. Gute Bahn, aber keine Frage. Aber es ist schon, jetzt auch schon der dritte Inverted Coaster. Weiß ich nicht. Aber offensichtlich gibt es Leute, die Inverted Coaster gut finden, lieben. Möchte ich ja keinem hier abstreiten. Machen wir weiter mit Platz 40. Auch USA, der Hershey Park. Kennt ihr von der Hershey Schokolade? Der Schokohersteller hat quasi auch seinen eigenen Freizeitpark, der auch gar nicht so klein ist und ganz schön viele, ganz schön große Achterbahnen hat und dieses Jahr 2023 eine neue Bahn aufgemacht hat, und zwar Wildcats Revenge. Und auch Wildcats Revenge ist so eine AMC-Hybrid-Geschichte und hat an dem Tag eröffnet, als wir bei AMC im Werk waren, witzigerweise. Wir sind nur Wildcat gefahren, die Holzachterbahn, die das vorher war, und das war wirklich unsäglich. Kleiner Funfact vielleicht, die Holzachterbahn davor war vom Hersteller GCI, Great Coasters International. Das ist der Hersteller, der zum Beispiel auch im Europa-Park Wodan gebaut hat. Und diese Bahn wurde jetzt umgebaut und ist jetzt auch so eine verrückte Überkopf-Hybrid-Achterbahn-Geschichte. Und wenn wir schon Wodan im Europa-Park ansprechen, kommen wir zum Europa-Park. Der Europa-Park ist auch hier dabei und zwar mit Blue Fire Mega Coaster. 2009 eröffneter Launch-Coaster der Firma Mack Rides. Und ich glaube, zu Blue Fire brauchen wir auch nichts zu erzählen. Ist einfach ein gutes Produkt, keine Frage. Hat Mack Rides gerettet und was hatten wir? 9-mal gibt es das Layout, 9-mal geklont worden und insgesamt 9 Stück hatten wir auch in diesem Community-Tab-Quiz. Ich stelle die Fragen und vergesse dann selber irgendwann die Antworten, ist auch sehr schlau. Aber was ist denn noch alles besser als Blue Fire laut dem Golden Ticket Award? Unter anderem eine Achterbahn im Six Flags Over Texas. Neuer Six Flags Park, also kein neuer Six Flags, aber neuer Six Flags Park hier in diesem Ranking. Und da haben wir auch schon wieder einen RMC iBox Track, und zwar New Texas Giant. Und auch New Texas Giant ist schon was Besonderes, und zwar 2011 eröffnet. Und die erste Achterbahn von RMC, das ist der erste Umbau einer klassischen Holzachterbahn zu so einer Stahlachterbahn. Auch schon verrückt quasi, aber hat keine Überkopfelemente und fährt dann halt trotzdem in sehr geilen Cadillacs da ein relativ verrücktes Layout. Zu dieser Bahn und eigentlich auch zu allen anderen, glaube ich, die wir hier besprechen, die wir auch gefahren sind, gibt es auch schon einzelne Reviews auf dem Kanal, falls euch das interessiert. Da gehen wir wirklich detailliert auf die Geschichte der Bahn ein und die Fahrt an sich und die Gestaltung und so weiter und so fort. Ebenfalls 2023 eröffnet ist die nächste Bahn auf Platz 37, Big Bear Mountain in Dollywood. Vekoma Family Coaster, Multi-Launch Family Coaster, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, haben wir das Frontcar auf der Messe gezeigt. Bei Vekoma waren wir auch kurz vorher noch zu Besuch. Kann ich also leider nicht viel zu sagen. Sieht auf jeden Fall cool aus und interessant, hätte ich Bock zu fahren. So wie auch den Platz 36 Steel Curtain in Kennywood. Hat 2019 eröffnet, ein Jahr nach unserem Besuch und von S&S gebaut. S&S kommt noch ein Video, das ist ein amerikanischer Achterbahnhersteller, wo wir auch im Werk waren. Und ja, Steel Curtain hat aber, glaube ich, auch immer wieder Probleme, steht öfter mal, so wie ich das mitbekommen habe. Gut, eine Bahn, die auch steht, weil sie gerade neu gemacht wird und die Schienen ausgetauscht werden, ist Nemesis in Alton Towers und das ist hier Platz 35, 1994 eröffneter B&M Inverted Coaster. Was denn auch sonst? Seinerzeit ist auf jeden Fall mega geil und sehr schick mit dieser weißen Rusty Muddy Schiene. Jetzt sind die Schienen ja komplett schwarz hochglänzend mit so Flammenfeuerzungen,
Airbrush drauf. Das sieht auf den Bildern erstmal total shitty aus. Und eine sehr geil eingebettete Bahn in die ganze Landschaft da. Alden Towers hat ja auch die Besonderheit, dass man nicht überhalb der Baumwipfel bauen darf. Und dementsprechend ist dann halt der Lift, der geht den Berg hoch, man fährt von dem Berg wieder runter ins Tal und so weiter und so fort. Sehr cool gemacht und auch eine gute Bahn. 1996 hat B&M übrigens auch einen anderen Inverted Coaster ausgeliefert. Nennt sich Montu in Busch Gardens Tampa und ist der nächste Platz hier in diesem Ranking. Also ich weiß nicht, man hat da ein Fable für B&M Inverted Coaster. Montu ist aber auch wirklich krass. Das ist ein riesiges Moped, ein saustarkes Layout und die zweite Hälfte nach der Blockbremse, also dieses entspanntere, der kleinere Part bei Montu ist in Europa eigentlich so der komplette Teil eines B&M Inverted Coasters. Davor ist das halt einfach gigantisch. Hat auch Trim Brakes drin, weil du sonst bei der Copa Roll, glaube ich, nicht so glücklich wirst. Und ja, macht mir auch Spaß, die Bahn, keine Frage. Aber ist auch, ja, weiß ich nicht. Auf Platz 33 ist eine Bahn, die auf jeden Fall in dieses Ranking gehört, weil es wirklich eine der besten Achterbahnen der Welt ist. Phoenix im Farup Sommerland in Dänemark. 2022 eröffnet, ganz, ganz früh im Jahr. Es war noch kalt, auf dem Weg dahin hat es geschneit. Und wir haben das Ding direkt getestet bei der Eröffnung, beziehungsweise sogar vor der Eröffnung. Haben euch auch Interviews mitgebracht vom Park, vom Designer des Layouts, haben euch da auch schon Backstage-Einblicke gegeben und so weiter und so fort. Fährt sich saumäßig gut, ist halt Next Generation Coaster von Vekoma. Super smooth, geiles Layout, macht richtig Spaß, schön eingebettet, mit wenig Mitteln schön gestaltet und thematisiert. Super fotogene Bahn, also das ist einfach wirklich eine tolle Anlage. Und wir bleiben sogar jetzt noch immer in Europa. Jetzt geht's nach Polen, Energylandia. Und da hat man 2019 auch einen AMC iBox Track mit Satra eröffnet. Und Satra ist auch hier im Ranking dabei auf Platz 32. Für viele auch eine der besten AMC-Bahnen, die es so gibt. Und das ist auch richtig, also das ist wirklich verrückt, das Teil. Das macht richtig, richtig Laune und ist ein super gutes Layout. Wahnsinn, Satra ist wirklich Wahnsinn. Noch nicht genug mit Europa, was ja so vernachlässigt wird in diesem Ranking. Und es geht nach Belgien, Plopsaland de Panne. Und da könnt ihr es, glaube ich, euch schon denken, wenn ihr euch ein bisschen auskennt. Ride to Happiness. Und das ist ein Mack-Rides Extreme Spinning Coaster. Bedeutet, ihr habt eine Drehgondelachterbahn. Vier Wagen bilden dort einen Zug. Und diese wird nicht nur zweimal abgeschossen auf dieser Strecke, sondern fährt auch noch durch Überkopfelemente. Was total crazy ist und wirklich absurd. Und ganz, ganz neue ein ganz neues Fahrgefühl und eine ganz neue Art von Achterbahnfahrt einfach gibt. Das ist eine saustarke Achterbahn, hat 2021 eröffnet, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann Tomorrowland-Thema ist natürlich auch eine schöne Sache, aber das ist einfach so eine gute Bahn. Und jetzt geht's wieder los, dass es etwas absurd wird, dass Bahnen überhaupt in diesem Ranking dabei sind. Platz 30 geht am Magnum XL200 in Cedar Point von 1989, ein Aero Coaster. Diese Aero Hypercoaster, ja, das macht Spaß. Die sind unglaublich hoch, unglaublich lang, unglaublich schnell. Das ist cool und das macht Bock und das macht Laune, keine Frage. Aber ob das jetzt in Cedar Point überhaupt noch raussticht und ob Magnum wirklich besser ist als, weiß ich nicht, Mamba oder wie sie nicht alle heißen, in anderen Parks, weiß ich nicht. By the way, die fahren sich jetzt nicht angenehm, die Dinger, ne? Das ist jetzt nicht wie diese ganzen B&M-Geschichten. Ein Park, den wir heute auch schon hatten, Hershey Park. Und da gibt es noch die Achterbahn Sky Rush Intermin Coaster von 2012. Holla, die Waldfee. Das Ding, das zeigt dir, was Airtime ist. Der Haufen rupft dich aber richtig aus dem Zug die ganze Zeit raus. Super intensive, krasse Knockout-Achterbahn. Wirklich geil. Also das Ding sind wir auch mehrfach gefahren, ist dann aber auch jetzt nicht easy peasy, sondern das wird irgendwann auch ein bisschen anstrengend, aber geile, 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 geile Kiste, absolute Highlightbahn, mega gut. Kommen wir zu Six Flags Magic Mountain, ein weiteres Six Flags Park und hier gibt es Twisted Colossus RMC iBox Track, wieder mal so ein Umbau, hier aber auch
was Besonderes. Das war vorher zwei Holzachterbahnen. Die sind nebeneinander hergefahren und haben dann ein Rennen miteinander gehabt. Kennt ihr ja von vielen anderen Bahnen. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Das Ganze ist dann eher ein, noch nicht mal ein Möbius-Coaster, weil wir haben ja nur eine Station. Es gibt eine Station und man fährt eine Runde, aber diese Runde beinhaltet halt zwei Lift-Hills. Und wir haben drei Züge, so dass normalerweise, was im Normalbetrieb nicht passiert, was wir zum Glück bei einer ERT dann aber hatten, dann fahren beide Züge, beziehungsweise zwei Züge einer Station und zwei Züge fahren gleichzeitig in den Lift parallel miteinander hoch und fahren dann ein Rennen und duellieren sich. Und dann gibt es dann halt so High-Five-Elemente und Überkopf-Elemente, wo dann der eine Zug unten fährt, der andere Kopf über, parallel gleichzeitig oben drüber. Das ist natürlich saugeil, macht saubock. Und wenn man das im Rahmen einer ERT hat, wie wir das hatten, und man mit einen Haufen Freunden und Bekannten und weiß ich nicht, alles da ist und alle sich untereinander kennen, die gerade fahren, dann ist das ein krasses Highlight und macht richtig Spaß. Und ja, vom Streckenfahrverlauf ist das Ganze auch solide und echt gut. Und durch dieses Duelling ist es natürlich einfach Premium. Der Freizeitpark Kings Island hat auf Platz 27 die Achterbahn Orion platzieren können. Bahn sind wir nicht gefahren, den Park haben wir ja schon besucht. Die kamen dann auch später. B&M, Hypercoaster, diese Riesenkisten. Und da steht man offensichtlich drauf. Ist jetzt nicht nur so, dass die immer wieder neu da in den USA in irgendwelchen Parks gebaut werden, sondern wie man sieht, sind die hier auch immer ganz gut platziert. Ich mag die Teile auch, das macht richtig Spaß, das ist richtig cool. Und das Ganze gibt es ein bisschen kleiner in Kings Island noch mit Diamondback. Ja, man hat einfach diese Sachen doppelt in manchen Parks und hat 2009 da den B&M Coaster schon eröffnet. Hier mit anderen Zügen. Orion hat dann diese Züge wie Silver Star, vier Leute nebeneinander in einer Reihe und dann die Reihen hintereinander. Und bei Diamondback ist das so wie zum Beispiel bei Shambhala. Zwei nebeneinander, dann zwei davon versetzt dahinter, dann wieder zwei mittig nebeneinander, dann zwei versetzt dahinter. So dass du quasi auch in der zweiten Reihe eine erste Reihe Fahrt hast. Ja, AMC gewinnt eigentlich für jede Achterbahn, die sie bauen, einen Golden Ticket Award und ist mit Air Force One im Funspot Atlanta auch hier vertreten auf Platz 25. Diese Bahn hat dieses Jahr aufgemacht, sollte eigentlich letztes Jahr schon aufgemacht haben. Und für letztes Jahr hatten wir da auch so einen Boarding Pass, waren vor Ort und haben nur eine Baustelle gesehen. Und haben aber den Zug natürlich schon oder das Frontcar auf der Messe gesehen und euch gezeigt und werden den Besuch dort auf jeden Fall noch nachholen. Haben wir dieses Jahr jetzt beim Umstieg nicht gemacht, weil das halt viel zu aufwendig teuer geworden wäre. Vom Flughafen eben dahin die Bahn fahren und wieder zurück und da auch ein paar Sachen unklar waren. Bleiben wir bei B&M Hypercoaster und kommen zum Hershey Park und die haben Candemonium und das ist auch wieder mal so eine B&M-Kiste, die da über den Park, über den Eingang, keine Ahnung, wo überall rumfährt und auch nach unserem Besuch eröffnet hat erst. Also wir müssen überall nochmal hin. Jetzt kommen wir zu einer Bahn, da ist die Platzierung auch wieder nicht nachvollziehbar. Platz 23 für Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Vekoma Coaster 2022 in Disney World eröffnet im Park Epcot. Verstehe ich nicht. Das ist die am bestfahrendste Bahn der Welt, vollgepackt mit Special Effects und richtig Wahnsinn, was da einfach gemacht wurde. Egal, ob das Thema einem gefällt oder nicht, nur was ist einfach für ein Produkt, was für eine Bahn das ist. Die ist so gut. Da verstehe ich einen Platz 23 nicht. Vor allem nicht, wenn eine andere Drehbahn davor ist, nämlich der Time Traveler. Und Time Traveler ist auch ein Mack Rides Extreme Spinning Coaster, in diesem Fall aber in den USA im Park Silver Dollar City. Und ich sehe auch Time Traveler nicht vor Ride to Happiness. Ich bin beide gefahren und Ride to Happiness ist da wirklich besser, meiner Meinung nach. Ist die zweite Anlage davon und weiß ich nicht. Gut, Silver Dollar City ist ja auch ein Schwesterpark von Dollywood, aber das kann ja nicht daran liegen. Das Platz 20 an Nitro oder Nitro im Six Flags Great Adventure geht in New Jersey 2001 eröffneter B&M Hypercoaster. Verstehe ich auch nicht, denn schön ist die Bahn nicht. Und es wird noch absurder.
Die beste Achterbahn der Welt. Es gibt ein Video auch dazu, das so heißt. Guckt euch das an. Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure in Universal Studios Orlando, a.k.a. Islands of Adventure in Orlando, Florida, USA. Intamin Multi-Launch Motorbike Special Effect Coaster. Auf 19. Vielleicht, weil er 2019 eröffnet hat. Das Ding ist so vollgestopft mit guten Sachen und so genial. Nee. Nee. Wenn ihr wissen wollt, was da alles los ist, ich spoilere alles in dem Review. Guckt es euch an. Wird alles verraten. Nur, dass ihr es vorher wisst. Nicht, dass ihr enttäuscht seid. Für Platz 18 geht's aber wieder nach Europa. Helix Liseberg in Schweden. Mack Rides Launch, Multi-Launch Coaster. Das ist eine gute Bahn. Die macht Spaß. Haben wir auch schon Backstage euch gezeigt. Und ja, geiles Ding. Auch geil mit der Beleuchtung und aus der Station rausdroppen und durch den, über den Berg und überall rumfahren. Das ist schon gut. Wir hatten natürlich jetzt schon zwei Plätze lang kein B&M Hypercoaster mehr. Dafür wird es jetzt auch wieder Zeit. Und dafür geht es nach SeaWorld Orlando und zu der Bahn Mako. Und Mako ist saugeil. Also wirklich, Mako finde ich auch zu Recht hat einen dieser hohen Plätze. Es ist einfach eine geniale Bahn, die richtig, richtig Spaß macht. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen Sinnbild dafür, wenn ihr das jetzt seht und nicht so viele von diesen Hypern gefahren seid. Die sehen vielleicht alle gleich aus, aber da gibt es wirklich bei der Fahrt himmelweite Unterschiede. Und wir waren jetzt, glaube ich, dreimal schon in Orlando und sind jedes Mal auch Mako gefahren. Dieses Ding bleibt geil und bleibt auch um Welten besser als zum Beispiel so ein Silverstar. Das ist nicht nachvollziehbar, wenn man das nicht oft gemacht hat, weiß ich. Aber ist so. So, was wir jetzt auch länger nicht mehr hatten, Six Flags. Und jetzt kommen wir zu Six Flags Fiesta Texas. Und natürlich fehlt jetzt nochmal ein RMCI Box Track. Iron Rattler ist da die Bahn in diesem Fall. War, glaube ich, meine 1200. Achterbahn auch. Und Iron Rattler ist voll krass in den Hang da integriert. Also Six Flags Fiesta Texas, muss man dazu wissen, ist in einem Steinbruch. Und man fährt dann quasi den Steinbruch entlang hoch, dann droppt man und dann fährt man immer wieder oben auf diese Abbruchkante hoch und wieder runter. Das ist schon sehr, sehr cool. Macht bei der Fahrtlaune, sieht total krass aus und macht sich einfach schön. Eine weitere Besonderheit, Iron Rattler sowie auch New Texas Giant haben noch keine Züge von RMC, der heißt der Legacy Train oder hatte der einen anderen Namen? Seht ihr auf jeden Fall in der Reportage. Sondern das sind noch Züge von dem Hersteller Gerstlauer aus Deutschland. Und die sind meiner Meinung nach auch viel geiler und viel bequemer und viel besser als die AMC eigenen Züge. Das nur dazu. 2010 hat im Freizeitpark Carowinds in North Carolina die Achterbahn Intimidator eröffnet. Nur Intimidator. B&M Hypercoaster. Keine Frage, fand ich jetzt nicht so herausragend, könnte aber an einer anderen Platzierung in diesem Ranking liegen, die noch kommt. Und wir merken uns B&M Hyper. Aber bevor wir damit weitermachen, RMC hat ja noch einen iBox-Track gebaut, beziehungsweise eigentlich einen Topper-Track, der jetzt teilweise geretrackt wurde mit iBox, und zwar Lightning Rod in Dollywood. Das ist auch eine coole Bahn, Topper-Track macht RMC nicht mehr, das war quasi... besteht ja eine Holzachterbahnschiene aus, waren 7 oder 8 Schichten Holz und man hat quasi die oberen beiden durch ein dickes Stück Stahl ersetzt. Ist jetzt hier auch der Fall, aber teilweise ist da jetzt schon iBox geretrackt worden an sehr beanspruchten Stellen. Dann noch eine Besonderheit, das ist hier kein normaler klassischer Lift, sondern man wurde mit LSM da hochgeschossen. Hat sehr viele Probleme verursacht, nicht so gut funktioniert. Irgendwie hat man auch das Frontcar dann abgebaut und alles voll nackig gelassen, weil da zu viel Gewicht war. Und auch jetzt ist das Ganze wieder zurückgebaut und es ist einfach nur noch ein schnellerer Lift und kein Launch mehr hoch. Keine Ahnung. Lass dir erstmal irgendwie sich mal was einfallen, dass das Ding mal vernünftig fährt. Wir konnten es zum Glück fahren, aber war auch bei unserem Besuchstag später am Tag down und geschlossen. Wir verlassen die USA, es geht aber nicht nach Europa und Japan hatten wir ja auch schon und jetzt geht's mal nach Kanada. Kanadas Wonderland hat Leviathan, B&M Hypercoaster.
Der steht ja seit 2012, bin ich aber noch nicht gefahren. Zurück in die USA zum Park Kennywood. Hatten wir auch schon. Und in Kennywood steht auch noch Phantom's Revenge. Und Phantom's Revenge ist von 2001 eine Morgan- und Arrow-Bahn. Geil. Einfach geil. Einfach geisteskrank. Alleine dieser, nicht der First Drop, du droppst erstmal, fährst so ein gerades Stück. Hast da einen coolen Blick auf die Straße, wo alle vorher noch vorbeifahren am Park, was auch total crazy ist. Das Ganze ist in Pittsburgh, Pennsylvania. Und du droppst und dann geht's hoch, du denkst, es ist halt so ein großer normaler Airtime-Hügel und auf der anderen Seite geht es den Berg runter, was du vorher nicht siehst. Und du hast einen Blick auf die Stahlindustrie von Pittsburgh, diesen unfassbar steilen Drop, der aus dem Nichts kommt, den Berg runter geht und unter der Holzachterbahn drunter durchfährt. Kranker Scheiß einfach. Mega schnell, fährt sich auch anständig und hat richtig, richtig Bock gemacht. Das ist eine saustarke Achterbahn, meiner Meinung nach. Busch Gardens Williamsburg, schon lange nicht mehr dabei gewesen. Hat Apollo's Chariot auf Platz 11 hier bei diesem Ranking. B&M Hypercoaster. Jo, war jetzt auch einer der Nichtsagenderen. Machen wir weiter mit Cedar Point, ja, das Achterbahn-Mecker für viele und wir hatten da ja auch schon eine Bahn und eine Bahn, die wirklich geil ist, Maverick. Intamin Lounge Coaster, LSM Lounge Coaster von 2007. Musste auch mal umgebaut werden, weil die an einer Stelle etwas zu krass und intensiv war, aber es ist auch jetzt immer noch eine krasse, intensive Achterbahn. Richtig cool, hat auch wirklich Spaß gemacht zu fahren, sind wir auch mehrmals gefahren. Ist auch so ein Ding, was nicht normal im Berg hochfährt, sondern ein bisschen hochgelauncht wird. Und ist aber so, im Tunnel wird der Launch, oder der zweite Launch im Tunnel, der ist dann schon... Guten Morgen! Ebenfalls von Intermin Intimidator 305. Und das ist die Knockout-Achterbahn. Richtig geil, riesiges Moped, cooles Layout. Geile Backstory, die wir hier leider nicht mit erzählen können, aber eine Bahn, wo ganz am Anfang der Zug immer komplett beladen, nur mit bewusstlosen Menschen zurück in die Station kam und umgebaut werden, also nicht der Zug, sondern die Bahn musste ein bisschen umgebaut werden, ist jetzt immer noch maximal intensiv und immer noch super viele Leute, die da ein Blackout drauf bekommen. Bei mir war es nur Greyout. So in die Richtung, also es war einfach, weißt du, fest und dann kommt und das Sichtfeld, was so ist eigentlich, dann wird das Sichtfeld so klein und dann geht's den Hügel, oh, ich sehe doch wieder mehr, oh, weniger und dann war wieder alles gut. Saugeil, oder? Also, gut, dafür musst du echt ein bisschen blöd im Kopf sein, das cool zu finden. Aber das ist ja einfach das Ding bei so Achterbahn-Fans, dass man das total abfeiert, sowas, wenn sowas mal ist, weil das mal wirklich eine extreme Bahn ist. Verstehe ich, dass die auf jeden Fall hochgerankt ist. Finde ich super cool. Dritte Interminbahn in Folge. Wir verlassen die USA. Es geht nach Europa. Es geht nach Deutschland. Phantasialand. Platz 8 beim Golden Ticket Award. 2016 eröffneter Coaster. Kennt ihr alle. Layout, Beschleunigung, Gesamtkonzept. Einfach nur geil. Und Game Changer hat so viele Menschen, glaube ich, in dieses Achterbahn-Freizeitpark-Thema reingespült und ist für so viele einfach das Nonplusultra-State-of-the-Art und die Achterbahn der Achterbahn überhaupt. Das ist einfach so. Das ist eine wirklich krasse Kiste, die saustark aussieht und saugut gemacht ist. Und wenn man sich überlegt, dass die von 2016 ist, wir 2023 haben, ne? Das kommt einem gar nicht so lange vor, oder? Heide Witzka. Wir bleiben bei Intermin. Wir gehen wieder zu Six Flags. Wieder einer, den wir noch nicht hatten. Six Flags New England Superman The Ride. Das kann ich wiederum nicht nachvollziehen, weil so toll war die Bahn nicht. Und ich glaube, bei der habe ich auch das Knie gestoßen beim Ein- und Aussteigen, weil die Sitze und Bügel so komisch gebaut sind. In der Mitte fährt irgendwie eine riesen Kiste mit. Das war mal auf VR umgebaut, was auch nicht genutzt wurde. Fährt aber geil an dem Wasser lang. Fährt so durch so ein paar Superman-Elemente. Aber ist jetzt auch nicht schön. Was ist das? Also, das ist gut, das macht Spaß, aber was ist das? Man könnte die Vermutung haben, weil da vielleicht die ein oder andere Parallele zu Expedition GeForce besteht, dass das da so gewählt wird, weil Expedition GeForce für den Golden Ticket Award die beste Achterbahn Ewigkeiten lang war. Und wenig zu verwundern, auch jetzt hier auf Platz 6 ist im Holiday Park in Deutschland die fünfte Intermin-Achterbahn in Folge. Und ja, Expedition GeForce kennt ihr alle aus dem Holiday Park. Die Bahn, die Fame dafür ist, nur einen Zug zu benutzen und kein Dach in der Station zu haben. Oder andere Leute sich 24 Stunden lang da reinsetzen. Oder war das sogar länger? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
mega gute Bahn, macht auch richtig Spaß, keine Frage, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt die 6 beste Achterbahn der Welt. Weiß ich nicht. Gehen wir wieder in die USA, kommen wir wieder zu RMC, zu einem iBox-Track. Iron Gwazi, Busch Gardens, Tampa, Platz 5 beim Golden Ticket Award. Wir standen vor verschlossenen Türen, die Bahn war fertig, die Bahn hatte schon Testfahrten und einfach das Konzept von Busch Gardens war so, nö. Wir machen noch nicht auf, wir machen erst auf, wenn uns das so Tamtam-mäßig am besten passt. Wir waren auch noch mal vor Ort, da war die Bahn dann schon auf, also nicht vor Ort, nicht im Park, aber in Orlando. Da sind wir jetzt aber nicht nur für Iron Gwazi, wo wir nicht so viel Zeit hatten, extra rübergefahren, weil wir nur eine Woche da waren und die meisten Tage davon auf der Messe verbracht haben. Wird also irgendwann noch mal nachgeholt. Rocky Mountain Construction, RMC, iBox Track, darf natürlich auf Platz 4 auch nicht fehlen. Und da haben wir Steel Vengeance in Cedar Point. Kranker Scheiß. Das ist eine wirklich verrückte Achterbahn. Man muss dazu sagen, Cedar Point, das Mecker der Achterbahn-Fans und wie auch immer. Das erste Mal in Cedar Point war die erste Achterbahn für uns in Cedar Point, Steel Vengeance. Und die erste Fahrt Steel Vengeance beim Erstbesuch in Cedar Point war in der ersten Reihe. Was will man mehr in seinem Leben? Also das war schon sehr cool, ey. Und knapp, weil ich glaube 3 Wochen noch vor unserem Besuch sind da 2 Wagen gegeneinander gedengelt in der Schlussbremse oder irgendwie so. Nun ja. Glück gehabt und wirklich eine geile Erinnerung einfach. Das war wirklich sehr, sehr cool. Das war ein Highlight. Die 3 besten Stahlachterbahnen laut Golden Ticket Award. Platz 3 geht an Jurassic World Velocicoaster, Universal Islands of Adventure, Hersteller Intermin Multi-Launch LSM Coaster. Krasse Bahn, keine Frage. Für mich Hagrid immer noch davor, aber super, super gut und sehr individuell. Quasi Taron auf Steroiden. Du hast erstmal nach dem ersten Launch einen sehr eng verwinkelten Part und auch mit so Kunstfelsen und so weiter und so fort und sehr krassen engen Umschwüngen. Und dann kommt der zweite Abschuss durch einen langen Tunnel und dann kommt ein sehr langgezogenes, schnelles Layout, was mir persönlich sowieso besser gefällt. Aber diese Mischung aus beiden finde ich auch sehr stark mit einem 3 Kilometer langen Zero-G-Stall, wo du halt echt schwere Loskopf über die Gäste fliegst. Beziehungsweise halb durch Hogsmeade. Und dann gibt es auch noch über dem Wasser eine, ich glaube, mit 80 km/h durchfahrende Barrel Roll. Krasse Bahn. Super krass, keine Frage. Schöne Züge, coole Q-Line mit Elementen beziehungsweise Animatronics, die bei der Jurassic World Ausstellung hier in Köln ein Show-Element sind. Wenn ihr das in Köln nicht gesehen habt, Video dazu hier. Und wenn ihr dann dazu das Velocicoaster Review vergleicht hier auf dem Kanal, dann wisst ihr, was ich meine. Intermin hat nicht nur den 3. Platz geliefert, sondern auch den 2. Platz. Und dafür geht es wieder nach Cedar Point. Ja, und da hat im Jahr 2000 die Achterbahn Millennium Force eröffnet. Kennen, glaube ich, auch viele. Ich als 12-Jähriger habe das Ding im Fernsehen gesehen, dachte mir so, ach du Scheiße, ist das geil und verrückt und das wirst du nie fahren. Und boah, was geht in den USA denn ab, was ist da los? Und ja, Megacoaster von Intermin, krasser Lift, krasse Bahn, schnell unterwegs und so weiter und so fort. Hat mich nicht abgeholt, muss ich ehrlich sagen, ne? Bin ein paar Mal gefahren, aber irgendwie bin ich damit nicht warm geworden. Hab jetzt keine erste Reihefahrt auf dieser Bahn gehabt, dafür waren die Wartezeiten einfach absurd zu lang. Aber, ja, und das auf Platz 2. Aber wenn man GeForce oder so hochvotet, du weißt irgendwie, wo da der Trend hingeht bei denen, die das entscheiden. Nun ja, und der erste Platz ist nicht groß überraschend, weil wir das hier in dem letzten Video schon hatten. Beste Stahlachterbahn 2023 laut Golden Ticket Award 3325 in Carowinds, North Carolina, B&M Hypercoaster, dessen Stütze oder wo eine Stütze dieses Jahr gebrochen ist, wo aber nichts passiert ist und es auch ganz viele verschiedene Gründe geben kann, warum es denn dazu gekommen ist oder kommen kann. Das waren die 50 besten Stahlachterbahnen 2023 laut Golden Ticket Award. Welche Bahn fehlt eurer Meinung nach hier definitiv oder muss auf jeden Fall raus?
Und ansonsten, wenn ihr wissen wollt, wer denn alles im Golden Ticket Award welchen Platz gemacht hat und warum der Europapark nicht mehr der beste Freizeitpark der Welt ist, sondern wer das denn jetzt ist, hier gibt es das Video zum Golden Ticket Award. Viel Spaß damit. Wir sehen uns morgen. Macht's wieder hier zu einem neuen Video auf dem Rugby YouTube-Kanal.